bin der Tom Fallner, mache jetzt halt meine Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik. Ja, also als erstes bin ich draufgekommen, weil mein Vater das auch gemacht hat, also nicht bei der Firma Knauf. Und der hat eben gesagt, dass ich das mal ausprobieren soll. Dann habe ich ein Praktikum gemacht und da hat mir das ganz gut gefallen. Dann habe ich gedacht, ich bewerbe mich mal hier und dann hat es Gott sei Dank geklappt. Die Ausbildung Fachkraft für Lagerlogistik dauert 3 Jahre. Ausgebildet wird größtenteils im Logistikzentrum. Die Berufsschule ist in Kitzingen. In der Ausbildung geht es speziell um die Themen Transportlogistik, Verteillogistik und interne Logistik. Ja, wir müssen verschiedene Abteilungen durchlaufen, wie zum Beispiel das Hochregallager, wo wir Sackware, Eimerware kommissionieren müssen. Die liebste Abteilung ist der Wareneingang, weil ich da viel Abwechslung habe. Ich habe mit jedem Produkt was zu tun, also sei es die Europalette oder Profile oder auch ganz normal die Gipsplatten. Ja, man hat viel Abwechslung, man ist draußen, man hat mit LKW-Fahrern was zu tun. Ja, am Anfang war es das Schwierigste war auf jeden Fall das Staplerfahren, bis man da erstmal reingekommen ist. Also es gehört schon viel Übung dazu und ist auch nicht ganz einfach, auch wenn es immer einfach ausschaut, wie man hier fährt. Also die ersten 1,5 Wochen hatten wir erst einen Einführungskurs. Das war auch sehr interessant, weil man auch nicht nur das Werk hier gesehen hat, sondern auch mal in Hüttenheim. Und es macht auch jeden Tag Spaß, weil man halt eben weiß, es ist eine große Familie. Es hat jeder Spaß auf der Arbeit. Dann gibt es auch eine Azubi-Fahrt, die ist alle 2 Jahre. Das ist auch immer sehr spaßig. Da kennt man dann nochmal alle Azubis vom ersten Lehrjahr bis zum dritten Lehrjahr. Und es gibt auch jedes Jahr gibt's ein Azubi-Grillen oder auch ein Azubi-Weihnachtsessen. Und da kennt man dann auch noch mal ein paar Leute und es macht dann auch immer Spaß. Aber wir haben 5-mal im Jahr Englischunterricht. Das ist immer ganz gut, weil doch jeder LKW-Fahrer doch nicht Deutsch kann. Und wenn man ein paar spezifische Englischwörter kann, dann versteht der LKW-Fahrer das dann doch noch besser. Also der Azubi muss auf jeden Fall teamfähig sein, soll auf jeden Fall pünktlich sein, zuverlässig. Eine gewisse körperliche Fitness ist wichtig. Uns ist wichtig, dass er dann in jedem Bereich eingesetzt werden kann, hier im Logistikzentrum. Und dass er einfach Freude und Spaß an der Arbeit hat, in dem, was er tut.